Moin zusammen. Ja, gesehen habt ihr schon. Heute geht es mal wieder um den Sierra. Und genauer um den Radlauf. Immer die erste Roststelle, beziehungsweise die erste und die zweite Roststelle. Das nenne ich immer die zweite. Ne? Die ist eine andere Geschichte und die unten natürlich auch. Ne? Es geht erstmal um die beiden jetzt. Die werde ich jetzt mal freilegen und mal schauen, was uns da erwartet in Bezug auf Bearbeitung. Da ich jetzt nicht das halbe Auto wegfräsen möchte, werde ich so minimal wie möglich sozusagen eingreifen. Ja, Smart Repair technisch gesehen. Ja, das ist die bessere Lösung, finde ich. Wenn ich hier so fühle, wenn man hier so sieht, ist noch nicht wirklich sehr beschädigt. Und ja. Ja, wir werden sehen, ne, was da passiert. Meistens sind das Steinschläge, es kommt nicht von innen nach außen. Dafür sieht der insgesamt zu gut aus. Ne? Das ist meistens nicht wahnsinnig problematisch, das zu reparieren. Aber wir werden sehen. Okay, ich bereite mal alles vor und dann sehen wir uns gleich. So, ich denke, jetzt sieht man das Arbeitsumfeld recht gut. Ich habe mal ein Gerät aus der Versenkung wieder hochgeholt. Arbeite ich eigentlich ganz gerne mit, aber bis jetzt hatte ich nicht wirklich viel Verwendungsmöglichkeiten. Den habe ich schon länger. Der hört sich mittlerweile auch ziemlich schräg an, aber am Anfang habe ich den wirklich misshandelt. So richtig übel benutzt und dann, hört sich nicht wirklich witzig an. Ja, so ist das halt. Okay, machen wir mal gucken. Was haben wir hier? In erster Linie haben wir hier das Deckblech. Also, das besteht aus dem Innenblech und dem Außenblech. Wenn ich jetzt den Radlauf austauschen würde, müsste ich jetzt hier praktisch die Schweißnähte aufbohren. Hier einen Doppelschnitt setzen. Das bedeutet, ich lege das Blech, was ich da einschweiße, auf. Flexe sozusagen einmal hier mit einer Millimeter Flexscheibe durch. Hab dann natürlich, ne, Stoß auf Stoß, also auf Stoß die beiden Bleche. Kann dann dieses Blech hier unten schon mal fixieren mit Schrauben. Dann fange ich an, hier oben praktisch mit dem Pilgersprung zu schweißen. Ne? Nicht immer hintereinander, sondern hier, da, hier, da, hier, da. Ne? Pilgersprung nennt sich das. Um den Verzug rauszunehmen. Hier oben über der Schweißstelle kommt Kupferpaste. Die leitet die Wärme raus, sonst haben wir hier in dem Seitental hinterher Wellen. Das wollen wir nicht. Das ist das Problem bei solchen Seitentalgeschichten. Aber so schlimm ist es jetzt auch wieder nicht. Manche klemmen auch Kupfer dahinter. Also so einen kleinen Kupferblock, aber Kupferpaste reicht vollkommen. Wollen wir mal gucken. So, jetzt nehme ich euch mal da oben runter. Was man hier jetzt recht deutlich sieht, ist Folgendes. Das hier, nur fokussiere schon. Mag er ja gar nicht jetzt, ne? Mal einmal kurz den Boden filmen und wieder hoch und dann wollen wir mal gucken. Ja, da ist es. Also, der Untergrund hier, das was jetzt hier ein bisschen schwarz ist, ist das untere Blech.
wo praktisch das Deckblech drauf ist, draufgesetzt ist. Hier ist ein bisschen weggegammelt von unten. Das bedeutet, wir müssen dieses kleine Stückchen hier öffnen. Ja, man sieht hier recht gut. So schlimm ist es eigentlich nicht. Man könnte es jetzt auch, und das werde ich wahrscheinlich machen, man könnte es jetzt mit Rostumwandler tränken, wirklich tränken, und dann bis morgen abwarten. Das bedeutet, wir machen erstmal mit dem Kollegen hier weiter. Der sieht nämlich sehr viel aufgeblähter aus, wird aber wahrscheinlich das gleiche in grün sein. Das ist, ja, und das ist so ein Endstadium hier, ne? Ja. Wie gesagt, ich werde alles öffnen. Das lasse ich allerdings noch in Ruhe hier unten. Da muss definitiv ein Blech drauf, das sieht man auch, ne? Das ist weg. Ja. Wahrscheinlich hier fängt es an gesund zu werden. Ja. Hier ansetzen. Hier ist auch gesund. Hier ist gesund. Also von daher mache ich mir keine Sorgen. Das ist wirklich nur dieses Stück hier. Ja, und ich habe genug gesundes Material, um da dieses Blech da drauf zu setzen. Wie gesagt, kostet 20 Euro. Also von daher werde ich da jetzt nicht anfangen, das Ding da über einen Amboss zu dengeln. Die Ersatzteile für das Auto sind halt unglaublich billig, wenn man sie denn kriegt. So manche Sachen kriegt kein Zulieferer ran, das ist das Problem. Ja, hier sieht man auch schon Schichten. Schichten sind immer schlecht. Okay, ne, das sieht so besser aus. Den hier machen wir als nächstes, also den mit der dicken Delle hier. Ich hoffe, man sieht genug. Ich denke aber schon. Ja. Der Gerät. Falls ich es finden sollte, ich verlinke es euch. Ich meine, ich habe das Ding jetzt 3 oder 4 Jahre. Ich habe da am Anfang habe ich sehr viel damit gemacht, aber zuletzt habe ich eher mit der Bohrmaschine gearbeitet. Gelegentlich scheint sich. Ah, ich habe nicht mit dem Schlüssel festgezogen, nur mit der Hand. Ja. Ja, es kommt immer anders, als man denkt. Jetzt habe ich gedacht, okay, hier ist jetzt garantiert ein Loch im Seitenteil. Und ich sehe gleich den Kofferraum. Wegen dieser riesen Beule, die da war. Nein. Es hat hier eigentlich nur gerostet. Da oben. Ja, man sieht es, ein paar Beschädigungen gibt es. Rostmäßig, also Rostnarben. Ne? Aber. Jo, das hier ist relativ harmlos. Ja, ich mache mir relativ wenig Hoffnung, dass da noch irgendwas hinter ist. Außer Rost. Ja. Ja. Wie gesagt, ich denke, ich arbeite mit Rostumwandler. Ich werde erstmal gucken, was da noch zu retten ist. Ich lasse den richtig schön hier mit der Spritze am besten. Ich werde den mit der Spritze verabreichen. Ja, brauche ich gar nicht. Ja. Wenn ich es noch schaffen sollte, ich weiß im Moment nicht. Nee, ich habe das Verzinnen, habe ich mal gelernt. Und ich brauche dafür Zinnpasta, am besten säurefrei. Das Witzige an der ganzen Sache ist, kein Mensch hat das Zeug noch. Ja, da stand ich auch ein bisschen fassungslos. Bei meinem Zulieferer, so von wegen, ihr beliefert doch Werkstätten und auch Karosseriebauer und so weiter. Und Zinnpaste zum Verzinnen? Ja, es gibt jetzt Zinnersatz. Zinnersatz. Muss ich folgendermaßen erklären, ich muss mal kurz aufstehen. So. Wenn wir eine Beschädigung im Seitenteil haben, ne? Zum Beispiel hier, ne? Dieses Seitenteil müsste jetzt praktisch ausgetauscht werden. Das wird folgendermaßen angesetzt, also einmal hier drin, hinter der Türdichtung sind die Schweißpunkte, ne? Klar. Hier unten drin sind Schweißpunkte, alles klar. Hinten im Kofferraum sind Schweißpunkte. So, jetzt haben wir aber ein Problem.
Wir müssen irgendwo die Anbindung schaffen zum Dach. Das Dach wird ja nicht so einfach von diesem einfachen Blech vom Seitenteil getragen. Dahinter ist ja mehr Struktur, ne? So, jetzt wird praktisch das Seitenteil, die Rückleuchte muss man sich wegdenken, wird praktisch ausgerichtet. Hier drauf wird mit kleinen Blechschrauben wird das fixiert. Und man setzt es meistens, setzt man das hier an, dann geht man hier rein. So, und dann geht man hier hoch. So, das wird stumpf verschweißt. Hier drin werden die Schweißpunkte wieder aufgefüllt. Hier wird wieder stumpf verschweißt. So, Zinnersatz. Normalerweise, also früher wurde Folgendes gemacht. Diese Verschweißung hier wurde früher verzinnt. Ne? Der Übergang vom Dach zum Seitenteil wurde früher verzinnt. So, und da gibt es jetzt mittlerweile von Petek, glaube ich. Von Petek gibt es eine Zinnpaste. Ersatz. Ne? Zinnersatzpaste. Soll wohl direkt auf Blech funktionieren. Ist eine Zwei-Komponenten-Geschichte. Und dann, ja, danach hat man dann Ruhe. Ne? Früher war das, also mit dem Verzinnen ist schon ein bisschen aufwendig. Früher gab es zum Beispiel keine säurefreie Zinnpaste. Da musste man das wirklich übel abwaschen. Ansonsten schimmelte das da drinnen so richtig weg. Während hier außen alles total schön ist, war drinnen alles voll mit Säure. Mittlerweile gibt es die säurefrei. Aber soll ich mal dieses Petek-Zeug ausprobieren? Das wäre was, das kostet glaube ich, ich glaube an die 40 Euro, eine Kartusche. Das könnte ich mal da unten ausprobieren. Weil da jetzt irgendwas rauszuschneiden und dann neues Blech reinzusetzen, macht bis jetzt, also hier oben an den ersten beiden Dingern, macht das nicht wirklich viel Sinn. Meine Meinung. Gibt bestimmt genug Leute mit anderer Meinung, aber ich glaube, das macht keinen Sinn, jetzt die Struktur hier auf die auseinander zu basteln. Ich werde von innen... Von innen ist gar nichts. Die ganze Geschichte hat nur stattgefunden, weil praktisch Steinchen gegen den Radlauf geknallt sind. Hier von innen ist nichts, keine Korrosion, keine Beule, kein gar nichts. So, wenn ich das jetzt mit Rostumwandler behandle, ist der Rost schon mal tot. Wie gesagt, das kriecht da rein, wandelt da alles um, dann muss ich das abwaschen, richtig gründlich. Dann kommt der Rostprimer drauf. So, und dann könnte ich praktisch mit der Zinnersatzpaste diese Vertiefungen wieder auffüllen. Oder ich nehme Metallspachtel, wie gesagt, auf den Rostschutzprimer. Ne? Das geht. Das sind so kleine Unebenheiten, dass das jetzt keinen Sinn macht, hier das ganze Blech rauszutrennen. Ne? Man sieht es hier oben, das Deckblech, da ist nichts dran. Ne? Das sind rein die Geschichten, die vom Reifen aufgewirbelt wurden und dagegen geknallt sind. Und hier ist es noch im Frühstadium. Hier geht's eigentlich, ne? Also ich schnappe jetzt einen Pinsel, werde jetzt Rostumwandler draufpacken. Ja, ich weiß, einige kommen immer ganz schnell auf die Idee, das Ganze Fusch zu nennen. Ist es nicht. Wenn ihr wüsstet, wie im Werk eure Autos zusammengebastelt werden, teilweise. Das sieht nicht viel anders aus. Meine Frau hat bei Opel gearbeitet während des Studiums. Ich kenne genug Leute, wie gesagt. Bin in Sichtweite vom Opel-Werk aufgewachsen. Und so ziemlich alle Leute in meiner Umgebung haben bei Opel gearbeitet. Und das ist woanders nicht großartig anders. Ein Onkel von mir hat zum Beispiel bei Mercedes gearbeitet in Emden. Das ist auch nicht viel anders gewesen. Ja, das ist das große Problem. Fusch wird immer ganz schnell, also das Wort wird ganz schnell in den Mund genommen. Dabei sind einige Methoden, die man als Fusch bezeichnet, durchaus Stand der Technik. Ist leider so. Oder ist so. Mit leider hat das nicht viel zu tun. Das gute alte Vertan, natürlich. Habe ich noch hier gehabt? Schön satt. Verlinke ich euch auch. Vertan kann man nichts falsch machen, wenn man 24 Stunden Zeit hat. Ne? Nicht vergessen. Huch, verdammt. Sorry. Ja.
Also wenn man 24 Stunden Zeit hat, um das einwirken zu lassen, top. Wenn es schneller gehen soll, umgelaufen. Schneller ist nicht bei dem Zeug. Ja. Stoppt auf jeden Fall den Rost jetzt erstmal. Ja, richtig schön satt. Ja, die Kapillarwirkung zieht da schon rein. Wir reden hier von Phosphorsäure plus ein paar anderen Geschichten. Abgewaschen wird das hinterher sowieso. Muss abgewaschen werden. Wenn die Phosphorsäure jetzt auch da drauf lässt, dann hast du übermorgen das nächste Problem da. Und weil ich ja so vorausschauend bin, gibt es von hinten auch noch ein bisschen. Nur falls ich jetzt mit dem Finger sozusagen ein paar Rostpocken übersehen habe, kann gerne ein bisschen rausfließen. Das ist wasserlöslich, ne? Außer wenn es jetzt auf die Radkappe tropft. Ich wasche es hinterher sowieso ab. Die Radkappe wird es jetzt nicht umwandeln. Es wandelt nur Eisenoxid zu Eisensulfat um. Eisensulfat ist relativ harmlos, das rostet nicht mehr, ist tragfähig und dann, ja. Okay, das sind die beiden. Ja, tropft schon raus, das ist gut, das gefällt mir. Ja, das kann jetzt 24 Stunden einwirken. Und dann können wir den Kram weiter bearbeiten. Zu Deutsch, das wird abgewaschen. Und dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Dann sind die beiden Geschichten schon mal inaktiv. Darum geht's. Ne? Den ganzen Blödsinn hier inaktiv zu machen. Wie gesagt, ich persönlich bevorzuge Metallspachtel auf meinem Rostprimer, den Löwen. Habe ich ja schon mal verlinkt. In dem Video, wo ich hier die Batteriehalterung gemacht habe und den Motorraum aufbereitet habe, darunter ist er verlinkt. Da kann ich gerne nochmal machen. Man braucht dann nicht suchen. Ja, das ist, ich denke, das ist harmloser, als es aussieht. Die hier oben. Ne? Bin mir schon im Klaren darüber. Obwohl, das ist wirklich stabil hier, ne? Wisst ihr was? Ich schleife das auch noch mal eben weg. Also von hinten ist das hammermäßig stabil. Ich glaube, das werde ich vom Kofferraum aus dann noch mal behandeln müssen. Schauen wir mal. Ja, um das deutlich zu sagen, das gleiche in grün, das Deckblech und sonst nichts. Ja, der kriegt jetzt auch noch eine Portion ab. Danach nehmen wir die Stoßstange ab, machen da weiter. Das passiert aber nicht mehr heute. Ich werde jetzt erstmal den Rost aufhalten, erstmal stoppen. Erstmal auf die Bremse treten, dann sehen wir weiter. Schön einsaugen lassen, hier überall. Hier machen wir das nochmal. Nochmal gerne noch ein bisschen nasser. Wie gesagt, wenn irgendwo Lücken sind oder sowas in der Richtung, der Kapillareffekt, der zieht das schon rein. Gute Erfahrung mitgemacht, muss ich sagen.
Das soll erstmal bis morgen reichen. Ja, den Tank habe ich mir noch nicht angeguckt. Offensichtlich neigt der Sierra. Also es gibt ihn neu, 119 Euro, habe ich gesehen. Der neigt offensichtlich zu Rost irgendwo. Also mehr als halb voll darf man ihn nicht tanken. Dann fängt er an zu stinken. Ja, ist natürlich keine Lösung, aber der Tank ist hier schnell ausgebaut. Das sind zwei, ich glaube zwei Bänder sind das. Einmal absenken und mal gucken, wo wir das Rostloch finden. Den werden wir nicht schweißen, logischerweise nicht. Das wird uns in eine Erdumlaufbahn schicken. Habe ich keine Lust zu. Ich mag das hier unten auf dem festen Boden eigentlich ganz gerne. Nee, ich habe ein spezielles Dichtmittel. Mal gucken, ob wir das nicht dicht kriegen. Also ich glaube, wir brauchen gar keinen neuen Tank. Ne? So riesig können die Löcher nicht sein. So, mal gucken. Jetzt ist die Lampe ausgegangen. Jetzt muss ich mal die Kamera wechseln. Bis gleich. Ich habe übrigens schon wieder reichlich Unsinn bestellt. Ja, ich kann es nicht lassen. Außerdem brauche ich so einen Krempel immer und immer wieder. Ja. Was ich als allererstes bestellt habe, U100. Das ist Anti-Dröhnmasse, Schrägstrich, Unterbodenschutz und so weiter und so weiter. Das sind 6 Flaschen plus diese Pistole. Und ich muss sagen, ich habe die 6 Flaschen nicht fürs Auto bestellt. Die sollen nicht ins Auto. Und zwar schließt das Ding, das Zeug recht gut Spalte. Und ist sehr stabil, obwohl es sehr dick aufgetragen werden kann. Ja. Ist nicht auf Bitumenbasis, das ist das Gute. Kautschuk. Erinnert von der Konsistenz her stark an Raptor. Gefällt mir aber besser, muss ich sagen. Ja, wie man hier sieht. Sehr viel Struktur und es fängt nicht an zu fließen. Danke. Ja, es fängt nicht an zu fließen. Ich habe vorher schon einen Test gemacht. Und zwar am Tor. Es ging mir darum, wie dick ich das auftragen kann auf senkrechten Flächen. Und, wie sieht ja hier die Fuge, ob ich damit Fugen schließen kann. Kann ich. Ja. Die Fuge ist komplett zu. Ansonsten ist auch sehr schnell trocken. Also für so eine dicke Masse ist das in 3 Stunden, das ist nicht schlecht, muss ich sagen. Bei den aktuellen Witterungsverhältnissen. Ne? Ja, das Zeug verlinke ich euch auch. Sagenhaft. Ich habe es vorher immer nur aus der Spraydose benutzt. Also der Land Rover ist unten drunter damit versehen. Ist Kautschukmasse, ne? Also nicht mit Bitumen Unterbodenschutz, wie bei Mercedes verwechseln. Wo praktisch die Löcher praktisch unter dem Unterbodenschutz sind und der Wagen durch den Unterbodenschutz zusammengehalten wird. Nix gut. Ne? Das Bitumen kommt mir nicht unter das Auto. Kautschuk ist besser, ist dauerelastisch. Ich habe es jetzt bestellt, weil ich das Dach damit machen möchte. Ja, es bleibt sehr stabil, wenn man es sehr dick aufträgt. Es bleibt sehr elastisch. Merke ich ja unter dem Land Rover. Der arbeitet ja wirklich. Ne? Die Karosserie arbeitet reichlich. Auch der Rahmen arbeitet reichlich, da gibt es keine Risse. Ne? Das wäre dann praktisch das Fatale bei Bitumen. Das härtet teilweise so weit aus, dass man, wenn man denn den Rahmen sich verwinden lässt, dass man da Risse hat und dann da Feuchtigkeit drunter ist. Und genau das ist bei Mercedes immer passiert.
Meistens Beifahrerfußraum, W124. Die Legende. Sieht außen top aus, also von unten top aus und da ist nichts mehr dahinter. Ne? Wäre da nicht so eine dicke Matte drauf im Beifahrerfußraum, dann wirst du rausfallen. Oder hättest ein Fritz Feuerstein Auto. Nee. Wie gesagt, top Zeug. Hm? Wird sehr schnell trocken und wie gesagt, ihr habt gesehen, wie dick ich das jetzt aufgetragen habe an der senkrechten Tür. So teste ich das ganz gerne. Es haut nicht ab, es bleibt genau da, wo es sein soll. Ja, den Land Rover werde ich auch vor dem Winter noch einmal komplett mit dem Dampfstrahler an der Tankstelle einmal komplett richtig sauber machen, wenn es mal schön ist. Und dann kriegt er nochmal eine Portion. Ja. Nochmal austupfen und so weiter, was da noch ein bisschen, ja, er setzt logischerweise immer mal auf Ästen auf oder sowas in der Richtung und dann wird er jetzt behandelt. Vorm TÜV. Und dann haben wir damit keinen Ärger mehr. Darum geht's eigentlich. Ja. Dass der Unterboden ordentlich geschützt ist, weil der Unterboden kriegt öfter mal einen Ast ab oder mal einen Stein oder so. Jo. Okay. Bis gleich. Ja, nochmal ein paar Worte zum Kanal. Dienstags gibt es jetzt ein Video in Zukunft und sonntags. Ja. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, mehr hinzukriegen. Ich habe wahnsinnig viel zu tun. Die Kanalmitglieder kriegen aus meinem Alltag natürlich wesentlich mehr mit. Zum Beispiel haben wir den Twingo gekriegt und den anderen abgegeben. Ne? Das war ja geplant. Ja, dienstags und sonntags gibt es in Zukunft ein Video. Die Kanalmitglieder kriegen ein bisschen mehr. Logisch. Und, fällt mir gerade ein, den Kollegen habe ich dann mal auf die stille Treppe gesetzt und da bleibt er erstmal auch, von wegen, ich würde ja immer so schön sagen, ich habe mich nicht mit dem Hammer gekämmt, er auch nicht und deswegen macht er das mit der Kanalmitgliedschaft nicht. Wenn jemand bewusst versucht, Leuten zu erzählen, dass wenn sie eine Kanalmitgliedschaft machen, sich mit dem Hammer kämmen, also beziehungsweise offensichtlich bewusst dem Kanal schadet, ja, dann fliegt er. Tut mir leid. Was soll ich denn da machen? Soll ich sagen, ja, hast du toll gesagt? Nee. Sorry, aber nein, das funktioniert so nicht. Ne? Du kannst nicht erwarten, dass ich solche Leute einfach weitermachen lasse. Das soll der Scheiß. Warum schaden? Ne? Das ist mein Kanal. So. Die Leute gucken das, weil ich mache, was ich mache. So. Jetzt habe ich eine Kanalmitgliedschaft angeboten. Muss man ja nicht machen. Da habe ich ja schon vorangekündigt, dass garantiert wieder einer um die Ecke kommt. Abzocke. Ja, dann mach's doch nicht. Wo ist denn das Problem? Zwingt ihn ja keiner dazu, Mitglied zu werden. Muss man ja nicht. Ich mache ja trotzdem weiter, wie man jetzt hier sieht. Reparaturen gibt es weiterhin. Aber alles andere machen wir jetzt woanders. Von wegen Alltag etc. etc. Wer mir auf Instagram folgt, der kriegt auch immer einiges mit. Ja, das ist eine ganz andere Geschichte. Ja. Jetzt haben wir 24 Stunden Zeit. Jetzt bleib jetzt hier 24 Stunden stehen und lass das in Zeitraffer laufen, bis es komplett schwarz wird. Fängt aber schon an zu wirken, wie man hier sieht. Also Rost wird schwarz, ne? Man sieht es recht deutlich. Ja. Ich denke, wenn ich jetzt da anfange zu schweißen, verursache ich mehr Schaden, als dass ich irgendeiner Weise Nutzen davon trage. Ja. Manchmal ist Schweißen einfach die Überdosis. Muss nicht sein. Es gibt Leute, ja, ich weiß, die würden jetzt die Seitenscheibe ausbauen, die Heckklappeleuchte ausbauen, das ganze Seitenteil rausnehmen und neu machen. Es ist immer noch ein Sierra. Wir reden hier nicht von einem Mercedes aus den 50ern. Da würde ich das vielleicht auch machen. Aber wir sind immer noch bei einem Sierra.
Ne? Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen? Und ich möchte das da unten so behandeln, dass das möglichst lange auch so bleibt, dass es dann vernünftig aussieht. Wird auch vernünftig beilackiert. Das wird poliert. Das, ne? Wir bemühen uns einfach mal, dass man das hinterher nicht mehr sieht. Habe ich bis jetzt immer hingekriegt, dann sollte das hier auch funktionieren. Ja. Unten auf jeden Fall schweißen, hinten werde ich jetzt noch sehen. Ich werde die Stoßstange morgen abnehmen, wenn ich es morgen schaffe. Ja. Muss meine Frau noch zum Arzt. Die braucht ihre Infusion. Ja. Und wie gesagt, mein linker Arm fängt an, wirklich komplett lahm zu werden durch meine Halswirbelsäule, die kaputt ist. Deswegen vielen Dank mit den ganzen Hilfstipps und sowas, alles in der Richtung. Aber ich habe wirklich, also mein linker Arm fühlt sich an, als ob er durchgehend eingeschlafen wäre. Ich habe da kaum Kontrolle drüber. Ne? Deswegen reduziere ich den ganzen Scheiß jetzt auch ein bisschen. Wie es danach aussieht, andere Geschichte. Ne? Ich werde mich weiter bemühen, dass da Content kommt, aber ja. Gesundheit geht vor, wie man so schön sagt. Ne? Operation habe ich schon gehört, ist ambulant mehr oder weniger. Ein Tag hin, ein Tag operieren, nächsten Tag nochmal liegen und dann wieder zurück. Um euch kümmern wird sich dann so lange meine Frau. Hat sie schon angekündigt? Ja. Lasst euch überraschen. So bin ich zu euch. Okay. Ich werde jetzt mal zum Ende kommen. Im nächsten Video geht es dann darum, Sonntag. Wie wir das hier alles bearbeiten. Die Stoßstange wird ab sein. Ja, mal gucken, ob ich bis Sonntag auch das Seitenteil rankriege. Es ist ein Teil, ne? Also ich kriege es nicht kleiner. Es geht einmal hier komplett der Radlauf bis unten hin zum Schweller. Ich kriege es nicht kleiner, ne? Also muss man einfach rausschneiden. Ich habe ja auch wirklich so viele Segmente von Reparaturblechen hier schon liegen. Es gibt zum Beispiel für den VW Polo Classic, also dieses Stufendeck-Ding, 6K, gibt es nur einen kompletten Radlauf bis runter, dann den kompletten Schweller bis vorne. So, jetzt hast du ein kleines dusseliges Loch und möchtest da die Originalform behalten. Und so, dass man es nicht sieht, ja, dann hast du hier riesige Bleche stehen, wo überall ein Stück fehlt. Ist einfach so, muss man durch, sind ja billig, ne? Ist ja nicht das Problem. Kosten 20 Euro. Und irgendwann kommt der nächste Polo, der woanders ein Loch hat. Ja, okay. Lasst euch nicht ärgern, eine schöne Woche noch. Wir sehen uns Sonntag. Thank you.